heute sind wir hier wieder hier für ein neues Video und guckt euch mal die kleinen niedlichen Zeichnungen an. Geht ums Thema Haustiere heute in der Libri Leo Box, auch wenn ich immer noch Probleme habe, diesen Namen auszusprechen. Ja, diesmal auch relativ unversehrt, sagen wir mal so, nicht letztes Mal, wie jetzt die Post es freundlicherweise geknickt hat, um in den Briefkasten zu passen. Ja. Schauen wir mal rein. Mal ein anderes Papier. Nicht mehr blau, sondern grün. Noch was drin? Nee. Kann hinten aufs Bett. Ja. Es ist ziemlich groß. Oh, das Papier ist immer so schön, ne? Aber es lohnt sich nicht, das aufzuheben, wenn man es mit dem Sticker eh abreißt. Ich krieg es zumindest nicht hin, das so abzureißen, dass es nicht kaputt geht. Oh, die machen sich immer so viel Mühe, ne? Oh. So, schauen wir mal. Oh, jetzt sind die auch noch mal drauf. Sind niedlich. Oh, ich werde die bestimmt kopieren und ausmalen. Habt ihr selber ein Haustier zu Hause? Oder kennt ihr einen Freund, der ein Haustier hat? Ich persönlich habe ja einen Hund. Wir haben auch ein Aquarium, aber mit den Fischen habe ich nicht so viel zu tun. Und früher hatte ich ganz, ganz viele Meerschweinchen. Also da bin ich total drin, die ganzen Angelegenheiten. Und wieder eine so schöne Libri-Leo-Karte. Noch was drin? Der obligatorische Sticker. Jetzt habe ich langsam genug, dass ich sie tatsächlich auch benutzen kann, ohne zu denken, oh Gott, das ist mein letzter Sticker. Ja, dann haben wir ein kleines Pixie-Buch. Oh Gott, das werde ich nie benutzen können. Mein Sticker-Pixie-Buch quasi. Mein Sticker-Pixie im Kindergarten. Da sind tatsächlich echte Sticker drin. Oh, wie toll ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass es das gibt von Pixie. Quasi durchsichtig, ne? Und zwischendrin wird dann halt eine Geschichte erzählt. Und da hat man auch genug Platz auf den Seiten. Sich fast nur Bilder, ein bisschen Text. Platz auf den Seiten hat man genug, um dann die Sticker dahin zu kleben. Boah, das ist eine echt coole Idee. Ich finde ja auch immer ganz gut, auf der Rückseite von den Pixie-Büchern ist entweder mal so eine Bastelanleitung, eine Kochanleitung oder hier zum Beispiel ein Suchbild. Ne, die machen das echt gut. Oh, ich brauche wieder mehr Pixie-Bücher. So, kommen wir zum Hauptbestandteil dieser Box. Wenn ich den Schleifchen aufkriege, ja. Und zwar Mikas Hund macht Mu. Ich habe gestern erst von Poetry Slam geschaut. Und da war einer von Jan-Philipp Zimny. Ich weiß nicht mal, wie der Text hieß, aber da gab es den interaktiven Part immer Mu zu sagen, wenn er die Hand gehoben hat. Und das erinnert mich gerade dran. Weil der ja auch so unheimlichen Verquerungsgedankenzeugs veranstaltet. Ja. Catalina Echeverri? Spanisch? Italienisch? Der Nachname? Weiß nicht. Kommt mir so vor. Das Buch ist so riesig. Ich kann gar nicht rüberschauen. Hallo du, ich bin Mika und ich muss dir unbedingt von Krümel erzählen, meinem neuen Hund. Wir haben auch schon ganz viel Hundetraining zusammen gemacht, aber Krümel ist irgendwie ein bisschen anders. Warum? Naja, er mag keine Knochen. Er jagt die Katzen. Aber das Komische ist, der bellt auch überhaupt gar nicht. Meint ihr, das ist normal, dass er mut? Ich hab das ein bisschen freier. Oh, die Zeichnungen hinten drauf sind toll. Das ist auf VSC-Papier gedruckt.
mit löschmittelfreiem Klebstoff. Dieser Nachhaltigkeits... Ja, der hier, der Nachhaltigkeitswahl da unten sagt mir das. Neu. 14,40. So. Da ist eine echte Kuh drauf. Also hier vorne. Die ist voll fett. Ach ja. Ich finde, man kann mich gerade leichter heitern, weil ich gerade eigentlich relativ traurig bin. Und dann kommt sowas gerade recht. Oh. Schön große Zeichnung. Wenig Text, aber oh, schön illustriert. Schön illustriert. Ich will den hier. Oh, okay. Das ist der Hund. Kuh. Hund Kuh. Oh, der ist super. Ich will den hier. Er heißt Krümel. Oh. Das werde ich mir gleich zu Gemüte führen. Vollständig. Oh, schön. Super Zeichnung, wenig Text. Oh, Krümel ist ja ein schön fett geworden hier auf den letzten Seiten. Oh nein! Oh Gott, das verspricht spannend zu werden. Ja, der Inhalt dieser Box ist also das Pixie-Büchlein und das große, große Buch. Sehr schön. Oh, das Thema Haustiere finde ich auch sehr, sehr toll. Ich bin total begeistert. Habt ihr wieder mal eine ganz schöne Box zusammengestellt? Ja. Das wird jetzt meine letzte Box sein, weil ich auch noch andere Boxen ausprobieren möchte. Könnt ihr mir insgesamt mal sagen, wie fandet ihr so jetzt die drei Boxen? Welche fandet ihr am besten? Ich persönlich, ich glaube tatsächlich jetzt die letzte. Die bereitet mir noch sehr viel Freude. Einerseits, weil ich gerne bastle und diese Sticker sehr toll finde. Andererseits, weil das Thema Haustiere sehr gut zu mir passt. Und die Zeichnungen einfach richtig, richtig schön sind und das verspricht, Witz zu haben. Ja, ich finde, ihr macht echt gute Arbeit. Also ihr das Librelio-Team. Freut mich, dass ich da mal reinschnuppern konnte. Insgesamt haben mich die drei Boxen 50 Euro gekostet oder so. Pi mal Daumen. Ich habe einmal bezahlt und dann war das halt dieses drei Boxen Abo. Ich muss jetzt nochmal fragen, ob man das speziell nochmal sagen möchte, dass das nicht verlängert werden soll. Ja, schauen wir mal. Aber zumindest die 3 bis 4 Jahre, die fand ich jetzt doch, kann ich mir gut vorstellen, dass das Kinder in dem Alter gefällt. Das letzte hier, das ist der Hammer. Das mag ich total gern. Ich hätte schon meinen Spaß dran. Ach, dieses Papier. Ja, passt diesmal auch farblich gut zusammen. Das Pixie-Buch und das große Buch sind beide gelb. Ist eine schöne, schöne Farbe. Macht Spaß, das auszupacken. Ja. Könnt ihr mir mal schreiben, ob einer von euch schon Kinder hat oder ob ihr alle so in dem Alter seid, dass ihr noch gar keine Kinder habt und euch gar nicht so richtig mit dem Thema befasst oder ob ihr vielleicht auch noch jung genug seid, um an sowas Spaß zu haben oder ob euch solche Bücher gefallen. Abschließend noch zu sagen, ich habe die Funktion entdeckt, da in dieser Ecke müsste es sein, dass da oben ja immer so ein i ist. Da konnte man ja allerhand verlinken und inzwischen kann man da auch Umfragen machen. Also ihr könnt ab und an mal auf dieses i klicken und gucken, ob gerade eine Umfrage läuft. Ich liebe Umfragen. Ich mache sogar tatsächlich Umfragen sehr gerne privat. Also falls jemand eine Umfrage von euch hat, schickt mir die ruhig. Das interessiert mich doch immer sehr. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Box und wir sehen uns dann hoffentlich mit einer anderen neuen Box wieder zum Ausprobieren. Tüdelü!